mit dem Auto zu kämpfen und dementsprechend sind auch viele... Uah, Crash passiert und da werde ich gedreht von einer Viper. Hallihallo Motorsportfreunde, herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport 5, hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, wir sind in der Karriere in der GT-Klasse angekommen. Eigentlich die Klasse, wo ich persönlich am besten finde, also auch als Zuschauer. Ich mag einfach diese Klasse, die macht richtig, richtig Spaß. Auch wenn wir ja am Auftakt mit der Corvette C6 und so unsere Probleme hatten, die so ein bisschen auf dem Asphalt zu kriegen. Und das soll sich jetzt ändern hier mit dem BMW M3 GT2. Ja, ich hoffe mal, dass wir mit dem ein bisschen erfolgreicher sein können. Ihr seht auch hier schon, GTLM steht hier auf der Seite drauf. Ja, da habe ich in der letzten Folge auch so ein bisschen Stellung dazu genommen, dass die GT2 ja mittlerweile GTLM heißt. Beziehungsweise, wenn man jetzt mal, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, die wird eigentlich sogar, also es wird je nachdem, wo, in welcher Klasse sie fährt, sogar anders genannt. Es wird auch GTE genannt, also E steht dann für Endurance, also Langstrecke. Und also ja, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Namen. Also im Prinzip ist es eigentlich so, aktuell, in aktuellen 4 Serien gibt es nur noch die GTE, wird es genannt, beziehungsweise das ist die GT2, beziehungsweise GTLM. Und dann eben die GT3, die auch GT3 genannt wird. Und das gibt es noch, also die GT1 gibt es eigentlich gar nicht mehr, wird auch gar nicht mehr ausgetragen. Soweit ich das jetzt aus dem Internet recherchieren konnte. Vielleicht gibt es noch irgendwie so eine Unter-Rennserie irgendwo hinterm Kongo oder sowas, wo das da noch gefahren wird. Ich weiß es nicht, aber offiziell laut FIA gibt es die nicht mehr. Und deswegen gibt es eigentlich nur noch die GTLM bzw. GTE bzw. GT2 und eben GT3 Fahrzeuge. GT3 haben wir ja gar nicht im Spiel, deswegen begnügen wir uns hier weiterhin, so wie auch schon die C6 Z1 mit den GT2 Fahrzeugen. Ich nenne es jetzt einfach mal GT2, es ist einfach einfacher zu sagen, beziehungsweise wenn ich GTLM oder GTE sage, wisst ihr, was gemeint ist, ist alles dasselbe. Wir setzen auf jeden Fall die Karriere fort, möchten nicht zu viel labern und wir gehen auf eine ganz, ganz besondere Rennstrecke, nämlich nach Spa. Da ist natürlich die GT-Klassen oder sind die GT-Klassen natürlich auch immer zugange, nämlich Spa, die 24 Stunden von Spa, ist ganz, ganz berühmtes Rennen. Da sind natürlich auch die GT-Fahrzeuge am Start, genauso auch wie die Prototyp-Fahrzeuge. Und ja, wir werden jetzt hier natürlich keine 24 Stunden, wir werden auch keine 12 Stunden, wir werden auch überhaupt keine Stunde jetzt hier auf Spa fahren. Wir werden jetzt nur ein paar Runden auf Spa fahren. Aber gucken wir mal, wie es läuft mit dem BMW. Hier ist jetzt ein Setup drauf. Im Vergleich zur letzten Folge habe ich ja schon angekündigt, da war auf der Corvette gar kein Setup drauf. Und das hat es auch ein bisschen schwieriger gemacht zu fahren. Hatten gerade in den Kurven mit sehr, sehr viel rutschigen Reifen zu tun, haben fast keinen Grip gefunden. Also nicht mal das Rausbeschleunigen war das Problem, sondern vielmehr die Kurvenfahrt an sich. Und deswegen würde ich mal sagen, hoffe ich jetzt einmal mal, dass das mit dem BMW jetzt einfach besser läuft. Design finde ich auf jeden Fall Hammer. Dieses schwarze M-Design gefällt mir sehr, sehr gut. Schön hier auch mit M-Power und allem drum und dran. So, das Lenkrad bitte noch gerade stellen. Danke. Und jetzt hoffen wir doch mal, dass wir hier gegen die Konkurrenz bestehen können. Am Anfang habe ich jetzt hier ein bisschen Grip-Probleme gehabt. Ist natürlich jetzt auch wieder ein neues Fahrzeug. Muss ich mich erstmal eingrooven. Muss auch dazu sagen, oder ganz, ganz ehrlich sagen, dass ich vor den Folgen jetzt mich nicht einfahre oder so. Also falls da der eine oder andere denkt, warum fährt denn der da gerade am Anfang immer so ein bisschen beschissen. Nee, ich nehme das Fahrzeug und versuche dann gleich damit zu fahren in der Folge. Und deswegen, ja, sind auch so meine ersten Erfahrungen mit dem Fahrzeug. Das teile ich euch auch hier gleich mit. So kann man es mal einfach mal so ausdrücken. So. Jetzt auf der Gerade hoffe ich mal, dass ich da mit kann. Und ihr seht auch schon von der Speed, es ist schon krass, was für eine Speed die gehen. Allerdings, das habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, sind die Autos getuned. Die sind nicht serienmäßig. Und serienmäßig würde so ein GTLM bei weitem nicht so viel km/h draufkriegen. Vor allem auch nicht so schnell. Also die haben schon ordentlich mehr Bums. Das liegt einfach daran, dass halt hier auch unter anderem das DTM-Fahrzeug von BMW mitfährt. Und auch der GT1, der DBR9, also von Aston Martin. Und dass wir da halt mithalten können mit diesen Fahrzeugen, sind die Autos alle auf ein Niveau getuned. Das ist quasi eine Forza-eigene GT-Klasse, wenn man so will. Da können sie jetzt einfach mal GTF nennen, ne? F für Forza. Die sind alle dann quasi jetzt auf einem Niveau. Das
Zumindest soll es so sein. Wow, und jetzt kommt hier das Heck. Das ist natürlich nicht so geil. Da muss ich ein bisschen arbeiten. Aber ich kann es abfangen und das ist gut so. Und jetzt versuche ich mich mal hier neben bzw. vor den Italia zu setzen, der ja wahnsinnig breit auf der Straße liegt. So, da vorne, also vor uns haben wir jetzt einen weiteren GT2 M3, also das gleiche Fahrzeug, wie wir jetzt auch haben. Dann gucken wir mal, wie wir hier gegen das gleiche Fahrzeug bestehen können. Oh, da macht einer einen Ausflug. Das kostet dem jetzt natürlich Schwung. Da versuche ich mich jetzt hier parallel mit dem hier vorbeizusetzen. Muss jetzt auch ein bisschen Gas wegnehmen, weil ich keinen Platz hatte. Sonst hätte ich den auch gecrashed und er ist hier ganz, ganz langsam unterwegs. Boah, und da versucht der hinten auch reinzustechen. Also, ja, das ist ganz, ganz interessant hier, was hier gerade passiert. Ich muss hier wahnsinnig zurückstecken, sonst würde es hier nur crashen. Das ist auch das, was ich mir jetzt vorgenommen habe für diese Folge. In der letzten Folge hatte ich halt noch so ein bisschen mit dem Auto zu kämpfen und dementsprechend sind auch viele, Crash passiert und da werde ich gedreht von einer Viper. Das ist ja natürlich richtig scheiße. Ja, ich habe gerade gesagt, ich möchte versuchen hier ein bisschen weniger Crash zu haben. Und was passiert dann? Dann werde ich gecrashed und werde gedreht und werde einfach mal eiskalt durchgereicht. Ja, das war's dann mit der Top-Platzierung. Das ist klar, das hat jetzt natürlich richtig Zeit gekostet. Oh, da crasht es nochmal. Die drei Vatare wieder im Enrage-Modus, so wie es aussieht. Und das ist natürlich jetzt richtig, richtig bitter für mich. Also ich war eigentlich an einer Gold-Platzierung dran, aber es hätte oder es durfte nicht so sein. Boah, da trägt es mich ein bisschen weiter raus. So eine Scheiße. Uiuiui. Also das war jetzt natürlich richtig bitter. Da dreht sich oder dreht die Viper mich einfach. Das muss ich dann auch nochmal in der Replay-Cam sehen. Ihr habt ja die Replay-Cam normalerweise oben links zu sehen. Aber das will ich auch nochmal sehen, ob ich da ein bisschen blöd geschnitten habe. Aber ich glaube mal, die Viper ist einfach reingestochen. Also so kam es mir zumindest vor. Also ich meine, normalerweise ist immer der hinten dran ist, schuld. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie mich total scheiße vor die Viper gesetzt habe. Ja, auf jeden Fall richtig kacke jetzt. Jetzt muss ich mich hier wieder ein bisschen nach vorne kämpfen. Ansonsten hatte ich jetzt nämlich das Gefühl, dass der BMW ganz gut funktioniert. Auch sehr giftig auf der Hinterachse allerdings. Na gut, er hat auch genug Bums jetzt hier. Dieser getunten Variante. So, hier muss ich wieder ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht zu weit komme. Ich muss auch dazu sagen, normalerweise, wenn man solche Fahrzeuge fährt in Forza und wenn man die halt auch richtig geil fahren will, müsste man natürlich jetzt hier für jede Strecke ein eigenes Setup machen. Gerade bei solchen Rennwagen ist es sehr, sehr wichtig, finde ich. Da geht es eigentlich nicht mit so einem allgemeinen Setup. Da muss man schon gucken, dass man ein Setup für eine gewisse Strecke hat. Dann macht es auf jeden Fall mehr Sinn. So, und ich glaube, diese schwarze Corvette ist auch der Übeltäter gewesen. Ja, der wollte mir damit sagen, ja, ich bin hier der einzige schwarze Bimbo am Start. Okay, das klang jetzt ein bisschen falsch. Sorry, das dürft ihr, müsst ihr, das habt ihr jetzt nicht gehört, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nee, aber der hat wohl gedacht, ich bin ja der einzige, der hier mit schwarzen Lackierung unterwegs sein darf und hat dann gedacht, so, dich drehe ich jetzt einfach mal. So, jetzt muss ich hier irgendwie... Ja, guck mal, wie der hier wieder reinzieht. Ja, komm, jetzt drehe ich dich halt, du kleiner Spast. Boah, guck mal, wie dicht das Starterfeld noch zusammen ist. Oh Mann, ey. Und wir sind nur Fünfter. Da hätten wir auf jeden Fall... Guck mal, wie eng das die Zieldurchfahrt war. Krasser Scheiß. Die ersten fünf ganz, ganz eng beisammen. Das ist ja mal richtig, richtig krass jetzt gewesen. Also ich glaube, hätten wir den Dreher nicht gehabt, da hätten wir sogar gute Chance auf einen Sieg gehabt. Mit dem BMW hier. Und ja, war aber leider nicht so. Wir wurden leider gedreht. Bisschen schade. Somit nur die Silbermedaille. Aber gut. Ist jetzt halt so. So, steigen hier nochmal eine Fahrerstufe auf. Machen wir gern. Nur 4. Wie hoch wir schon sind in der Fahrerstufe. Krass, ne? Was wir da schon an Level zugelegt haben im Laufe des Let's Plays. Im Laufe dieser 2 Jahre sind wir jetzt eigentlich mehr oder weniger schon dran an diesem Let's Play. Und ja, wir nähern uns so Schritt für Schritt dem Ende entgegen. Aber es geht ja dann eigentlich nahtlos weiter mit Forza Motorsport 6. Da freue ich mich auf jeden Fall schon riesig drauf. Da bin ich echt gespannt, wie sich das Ganze dann so fahren wird. So, jetzt setzen wir aber das Ganze fort. Das Auftaktrennen hat ja schon ein gutes Highlight gehabt, sage ich mal, hier mit dem BMW. Gucken wir mal, wo wir jetzt hin dürfen. Wo uns die Reise hinbringt. Ich fahre noch einmal nach Wisconsin zurück, auf die historische Road America mit ihrer seit über 50 Jahren unveränderten Streckenführung.
Ja, Road America ist natürlich auch eine interessante Strecke. Ich glaube auch, dass die GT-Klassen hier auch tatsächlich unterwegs sind. Hier wäre jetzt natürlich die Corvette durch ihre etwas höhere Highspeed, sage ich, Höchstgeschwindigkeit nicht schlecht. Wobei, muss man auch wieder dazu sagen, dass wir hier nicht mit den Serienfahrzeugen fahren. Daher weiß ich nicht, wie sich das Ganze verteilt, weil die sind ja alle auf dieses R900 getuned. Das könnte sein, dass jetzt auf einmal hier der BMW sogar die meiste Topspeed hat. Ich weiß es nicht, das werden wir dann sehen. Ich versuche einfach jetzt mein Bestes zu geben und ich versuche auf jeden Fall mich nicht drehen zu lassen. Das war natürlich jetzt gerade richtig scheiße. Das ist ja klar, die Autos sind hier natürlich im getunten Zustand, haben die natürlich extreme Power. Und dementsprechend sind die extrem leicht auf der Hinterachse. Und wenn du dann halt natürlich so einen Schlag auf die Hinterachse bekommst, ja, ist klar, da dreht es sich relativ schnell. So, jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir den Start hinkriegen, die erste Kurve meistern. Können auf jeden Fall schon mal hier so ein bisschen an den vorbeiziehen. Uiuiuiui. So. Interessant wird auf jeden Fall sein in der nächsten Folge. Da habe ich ja auch schon versprochen, da werden wir den GT1, den DBR9 fahren. Da ist interessant, der ist serienmäßig auf R900. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall den Serien Aston Martin fahren und da gehe ich dann auch davon aus, dass der sich sehr, sehr gut fahren wird, weil er einfach auch so damals so gefahren ist. Und dann müssen wir jetzt einfach mal gucken. So, hier habe ich so ein bisschen noch meine Findungsphase auch auf der Strecke mit dem Fahrzeug. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo attackieren können, hier innen rein, die Corvette zu kriegen. Die ist, glaube ich, immer noch neben mir, weswegen sie da ein bisschen Platz lassen. So, jetzt haben wir hier den... Boah, was macht der? Habt ihr das gesehen? Der hat kurz angebremst, mitten auf der Geraden und ist einfach mal nach rechts gezogen. Wie wenn er mich mit Absicht abschießen wollte. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So eine Scheiße. So, in den Kurven habe ich irgendwie mehr Speed anscheinend. Warum auch immer. Oder die trauen sich nicht so schnell zu fahren. Aber gut, ich fahre hier auch hart am Limit, muss ich sagen. Aber muss man ja auch, sonst hat man ja auch da keine Chance, nach vorne zu kommen. So, der Italia traut sich auch nicht so viel dazu. Sag ich auch nicht nein. Ja, GT-Klasse halt, da fahren auch Amateure mit. Ja, bin ich ja auch, wenn man es genau nimmt. Boah, der macht hier auch eine richtige Scheiße. Er hat gerade seine vordere Stoßstange verloren, so wie es aussah. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf Forza 6, wenn es da eben mehr GT-Fahrzeuge gibt. Da kann man, glaube ich, richtig geile Rennen machen. Auch online mal oder so. Hier ist ja die Auswahl eher klein. Und vor allem sie dann halt auch in der Serienvariante fahren. Ich glaube, das macht dann auch ein bisschen mehr Spaß, weil die sind halt schon extrem hochgezüchtet. Das merkt man schon gerade beim Rausbeschleunigen extrem. So, hier haben wir wieder die schwarze Viper. Und der habe ich jetzt schon ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Aber ich versuche jetzt hier einfach mal innen vorbeizugehen. Ja. Jetzt muss ich nur so gucken, dass ich schleunigst von der wegkomme. Dass die mich nicht schon wieder crasht. So, hier auf der Geraden scheine ich ein bisschen mehr Power zu haben wie der DTM. Gut, der hat auch eher mehr Downforce. So, wir sind schon mal dran an den Goldrängen. Diesmal, wenn wir diesmal nicht gedreht werden, haben wir auch eine gute Chance, einen Goldrang mitzunehmen. Und das wäre ja nicht schlecht. Das ist ja auch unser Ziel eigentlich immer, so ein bisschen Gold mitzunehmen. Aber wir wollen natürlich auch gute Rennen haben. Boah, da kriege ich wieder einen Schlag. Aber das könnte auch einfach daran gelegen haben, an der Corvette, dass die so ein bisschen viel zu viel Power hat und dass das Auto ein bisschen quer gekommen ist. Und dadurch ist er halt quasi in mich reingedriftet, sage ich jetzt einfach mal. So, der da vorne fährt ein bisschen eine schnellere Kurvenspeed als der gerade vorher noch. Kann ich gerade so mitgehen. So, hier auf dem Curb. Am Limit. Bin ich mal an Platz 2 dran. Hier innen rein. Früh aufs Gas. So früh, wie es halt eben geht. Boah, da kommt ein bisschen ins Heck. Ja, das war fast klar, da bin ich zu weit außen, aber ich kann es so abfangen zum Glück und bleib auch erstmal vorne. Also vor dem
anderen BMW nach vorne fährt, glaube ich in Italia sogar. Mal gucken, ob wir den noch kriegen. Eine Runde haben wir zum Glück noch. Der ist jetzt hier im Windschatten, das ist natürlich richtig scheiße. Der wird natürlich jetzt gleich einen Angriff versuchen. Oder auch nicht, er bleibt hinten dran, er wartet lieber ab, so wie es aussieht. So, die erste Kurve, kann man ganz schön schnell fahren. So. Gegengerade. Ja, Italia geht hier davon ein richtig krasses Speed. Kommen auch gar nicht ran, habe ich so das Gefühl. Und jetzt warten wir mal ab. Der hat wahrscheinlich hier mega auf Highspeed ausgelegt oder so, ich weiß es nicht. So, boah. Ja, die Autos sind schon giftig zu fahren, muss ich ehrlich sein. Uiuiuiui. Aber wir kommen ein bisschen ran, habe ich so das Gefühl. Aber ob es dann reicht, noch hier den großen Coup zu schaffen, das sehen wir dann gleich. Jetzt hier ganz eng. Ja, ich stöhne ein bisschen rum, ihr hört es. Aber das ist auch echt anstrengend zu fahren, die Kisten. Also die sind immer kurz. Also ich bewege das Auto hier kurz vorm Abflug. Das sage ich nicht nur so, das ist wirklich so. Ich glaube, wenn ich da irgendwo einen Tick zu viel geben würde, da würde es mich sofort aus der Strecke hauen. Ich bewege das Auto schon echt am Limit. So, jetzt hier auf der Bremse, hier ein bisschen die Curbs mitgenommen. Und wir setzen uns tatsächlich vor in Italia auf Platz 1. Also ich würde mal sagen, das Rennen lief doch richtig gut jetzt für uns. Da machen wir doch Spa einfach mal vergessen und den Dreher verzeihen wir jetzt einfach auch mal der Viper. Die hat nämlich ganz schön Platz gemacht in der zweiten Kurve vorher, in der zweiten Runde. Und somit können wir jetzt hier tatsächlich das Rennen gewinnen. Perfekt. Wunderbar. Da holen wir nicht nur Gold, da holen wir auch gleich den ersten Platz. Das macht auch auf jeden Fall Spaß. Und gehen wir gleich weiter. Also mit dem BMW läuft es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser wie mit der Corvette. Fährt sich auch ein bisschen ruhiger, aber es ist dennoch eine wahnsinnige Zicke, muss ich sagen. Also da muss man mit dem Gaspedal schon sehr, sehr, sehr viel spielen. Ich meine, ihr seht es rechts unten auf der Telemetrie. Falls ihr jetzt da noch nicht drauf geachtet habt, achtet mal vielleicht beim nächsten Rennen ein bisschen drauf, wie krass ich da mit dem Gaspedal spielen muss. Nicht nur mit der Lenkung, auch mit dem Gaspedal muss ich einiges hantieren, weil das Ding ganz, ganz giftig ist. Aber klar, bei dieser Leistung ist es natürlich auch üblich. So, ja, darf ich speichern? Danke, ich darf speichern. Dass ihr auch eine schöne Replay-Cam bekommt, ne? Muss man ja auch ein bisschen was sehen. So, dann setzen wir das Ganze fort. Gucken wir mal, wo es denn hingeht. Verlassen mal Road America. Vielleicht auch die USA, das weiß ich nicht. Aber vielleicht bleiben wir auch in der USA, das werden wir sehen. Nee, wir gehen nach Prag. Das wird heftig. Prag mit den GT-Fahrzeugen. Uiuiuiuiuiui. Das wird heftig. Also, ich meine, es lief ja die letzten Male relativ gut, also mit den V8 und auch mit den Indycars lief es ja hier auf Prag gar nicht so schlecht. Aber ich glaube hier, na gut, warten wir mal ab. Ich mache einfach ein Fazit danach. Ist, glaube ich, besser, wie wenn ich jetzt im Vorfeld schon irgendwas behaupte und nachher ist es gar nicht so. Also, Indycars sind extrem gut da drauf gegangen auf Prag. Jetzt hier, weiß ich nicht, das werden wir dann sehen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ja, das wird interessant sein. Ich würde sagen, starten wir das Ganze gleich. Wir wollen ja da keine Zeit verlieren. So, der Start ist jetzt nicht unbedingt das Beste, was ich hier abliefere, aber... Uiuiui, da trägt es mich ein bisschen weiter raus. So, bis jetzt aber die erste Kurve mal überlebt. Das ist ja schon mal gut, ohne Berührung. Das ist nicht immer so gesagt bei einer GT-Klasse. Wie gesagt, Berührungen sind da ein bisschen normal. Aber große Crashs will ich jetzt natürlich auch nicht machen.
So, der BMW vor uns hat die gleiche Lackierung wie wir. Der hat Geschmack. Standardmäßig ist das der BMW auch in weiß lackiert eigentlich. Aber ich finde das mit schwarz finde ich eigentlich cool. Sieht so ein bisschen böse aus. Gefällt mir. Das hat, glaube ich, die Viper auch aufs Bar gedacht. Ich bin böse und ich crash euch alle ab. So, bis jetzt läuft es ja ganz gut. Sind schon hier hinter Platz 3. Auf dem, also hier kurz vor den Goldrängen. Boah, da quetsche ich mich mal gerade so ein bisschen rein. Wenn ich darf. Ja, Magenkollege, macht Platz. So, hier fahre ich ein bisschen quer. Die Viper jetzt. Da bin ich jetzt gespannt, ob das nur ein Unfall vorher war oder ob die jetzt gleich wieder zuschlägt. Macht sich auf jeden Fall breit und breit ist sie halt auch. Ja, da komme ich nicht vorbei. Da muss ich ein bisschen Luft lassen. Ah, da kann ich nicht vorbei, da kann ich nicht vorbei, das ist einfach zu eng. So, hier über die Curbs. Ne, da muss ich leider abreißen lassen. Ah, jetzt hier außen, ne, außen kannst du vergessen. Ja, das ist halt Stadtkurs, ne, da kann man nicht einfach mal vorbeifahren. Aber spannendes Duell, muss ich mal sagen, jetzt gerade. Uiuiui. So, habe ich mir vorbeigesetzt. Und jetzt haben wir wieder den Italia vor uns. Dass der Italia da so krass geht. Der Italia fährt sich, muss man ganz ehrlich sagen, am beschissensten von den allen. Zumindest in der Serienvariante auf jeden Fall. Boah, ganz eng. So ein bisschen eine andere Linie jetzt zu fahren. Ein bisschen Kampflinie. Um irgendwo eine Lücke zu erzwingen. Ich weiß zwar nicht, wie gut es bei 3 Wattan geht, aber ich versuche es trotzdem mal. So, jetzt setze ich mich hier daneben. Jetzt wird es halt natürlich ganz eng hier. Kann ich jetzt auch nicht so viel Schwung mitnehmen, aber bleibe jetzt erstmal vorne und versuche mich jetzt breit zu machen. Ne, da kommt glaube ich kein Konter. Ja. Vor allem, wenn ich jetzt hier drifte, das ist nicht so gut. Jetzt habe ich ganz, ganz viel Platz verloren, aber bevor ich das Auto sich dreht, brauche ich lieber eine weitere Linie. Ja, erstmal bleiben wir vorne. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt aufs Gas über die Brücke. Ja, zweite Runde. Wir führen das Ganze an. So viel zu Prag. Und uiuiui, das läuft ganz gut. Also Prag mittlerweile, muss man sagen, eine unserer stärksten Strecken. Also mittlerweile sind wir da richtig, richtig gut unterwegs. Und das ist ja auch nicht schlecht. So, eine Runde haben wir noch als Führender. Kleiner Abstand schon rausgefahren. Also hier läuft es gerade richtig gut. Da haben die Treibertare mehr Probleme auf der Strecke. Ich versuche natürlich jetzt auch das Auto nicht unnötig wegzuschmeißen. Aber es fährt sich auch ganz gut hier. Also macht Spaß. Auf Prag. Na, Spaß in Prag ist ja, gehört ja dazu, ne? Können ein bisschen weiter ausholen können. So. Ja, läuft ganz gut, muss ich sagen. Uiuiuiui. Er macht schon Spaß zu fahren, aber wie gesagt, die sind schon anspruchsvoll. Also, wir haben jetzt hier natürlich Power, was die V8 auch schon hatten, gepaart mit ein bisschen mehr Grip. Das macht dann natürlich eine extrem höhere Geschwindigkeit aus, ne? Mehr Kurvenspeed. Dadurch hat man auch natürlich am Ausgang viel mehr Speed. Und das ist dann schon nicht zu verachten. Jetzt hier nochmal dann in die Stadt rein. Ein bisschen anbremsen. Und jetzt hier das Auto nicht noch irgendwie wegwerfen, unnötig. So, letzte Kurve. Bisschen arbeiten am Lenkrad noch hier bei diesem Pflasterstein.
und durchbeschleunigen. Und da gewinnen wir auch in Prag und das sogar mit einem ziemlich, ziemlich krassen Abstand. Also hier haben wir auf jeden Fall mal dominiert. Da fühlt sich der BMW wohl sehr wohl. Ja, jetzt haben wir noch, gerade auf die Zeit. Ja, ein Rennen haben wir noch. Das fahren wir noch, würde ich sagen. Mit dem BMW läuft ja auch gerade ganz gut. Dann nehmen wir doch einfach mal den Erfolg mit, würde ich mal sagen. Ist ja meistens so, dass wir in der zweiten, das sind ja immer so, wenn ich einen Karriereabschnitt fahre, mache ich ja meistens immer 3 Folgen. Und meistens immer eben in der zweiten Folge versuche ich dann 4 Rennen zu fahren. Und ja, dann schauen wir doch mal, dass wir das hier auch wieder hinkriegen. Deswegen springen wir dann auch gleich zur nächsten Location. Und wie gesagt, läuft ja gerade ganz gut. Macht ja auch gerade Spaß. Bin mal gespannt, wo wir dann noch fahren dürfen oder werden, wie auch immer. Und vor allem freue ich mich dann auch auf die nächste Folge, wenn wir dann den DB1 fahren, dann geht das GT1-Fahrzeug. Da bin ich echt gespannt, wie wir da fahren können. So, ja, dann machen wir mal fortsetzen. Und schauen wir mal, wo es hingeht. Noch ein Rennen in dieser Folge heute. Noch mal ein bisschen Spaß haben. Die nächste Veranstaltung findet auf dem Yas Marina Circuit auf der Insel Yas statt. Ja, Yas Marina Circuit. Das ist natürlich auch noch mal eine bekannte Strecke aus der Formel 1. Hier fahren auf jeden Fall der Porsche Cup. Porsche Cup, wie heißen die noch mal, die da unten? Arabien? Nee. Porsche Cup Arabien heißt es nicht, ne? Porsche Cup Emirates dann oder so? Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht mehr, wie der Porsche Cup da unten heißt in diesen arabischen Emiraten. Die haben einen eigenen Porsche Cup halt. Es gibt ja Porsche Cup Deutschland, Porsche Cup Europa und so weiter. Und da gibt es aber da unten auch. Und da fahren sie auf jeden Fall in Yas Marina. Das weiß ich. Hat auch Porsche schon mal eingestellt, also auf ihrem Porsche-Kanal. Und deswegen, ja. Aber wir haben keine Porsche im Spiel. Deswegen brauchen wir uns auch nicht weiter den Kopf zerbrechen über einen Porsche Cup, sondern jetzt hier mit unserem GT2 M3 aufgetuned auf, ich sag jetzt mal, GT1 Niveau. Ich glaube, das trifft es am ehesten, weil ja, unser BMW hier auf R900 Leistungsindex steht und der Aston Martin DBR9, der ja ein GT1 Fahrzeug ist, hat es serienmäßig, diese 900. Da können wir davon ausgehen, dass jetzt hier der BMW auch GT1 Niveau hat. Sonst könnten wir ja auch wahrscheinlich nicht gegen den Aston Martin bestehen. So, jetzt sind wir hier mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, die drei Vatare trauen sich nicht so schnell durch die Kurven zu fahren. Ich meine, gut, ich bin auch immer echt kurz vorm Haftungsabriss. Ihr glaubt mir das jetzt wahrscheinlich nicht. Ihr denkt so, jo, das passt schon. Ich würde es euch ja gerne mal zeigen, aber dann werfe ich natürlich das Auto weg, wenn ich mal ein bisschen mehr Gas gebe. Oder ein bisschen schneller das versuche. Aber vielleicht passiert es mir ja mal aus Versehen und dann kann ich sagen, seht ihr, das passiert. So, jetzt habe ich mich erstmal verschaltet. Das war natürlich nicht so geil. Ja, das ist hier ein bisschen eng. Und da vorne crasht es auch ein bisschen zwischen dem Aston und dem M3 Racing. So. Da ziehen wir doch jetzt mal ein bisschen an. Ich weiß halt absolut nicht den Bremspunkt. Das war auf jeden Fall deutlich zu früh. Aber zum Glück sind die mir nicht hinten drauf geknallert. Boah, ja, ist okay. Der Italiener hat ja echt ein paar Probleme einfach. Persönliche Probleme vor allem. So. Da rutsche ich ein bisschen arg rum. Ja, ja, das seht ihr. So viel zum Limit fahren. Das ist hier echt ein krasses Spiel, das Auto hier in der Spur zu halten. Ja, das ist schon anspruchsvoll. Also die Indycars waren bei weitem... Wow, was macht der hier? Die Indycars waren bei weitem nicht so anspruchsvoll. Die haben halt extrem Grip gehabt. Das haben die hier halt jetzt natürlich nicht, aber ihr seht von der Power sind die halt natürlich nicht zu verachten. Und deswegen muss man erstmal die Power auf die Straße bringen. Boah, ja. Boah. Mach dich nicht so breit mit deinem bunten Gefährt.
Farbding gefallen. So. Jetzt mal hier auf den Goldrang setzen. Zwei Runden fahren wir nur. Oh, der kürzt aber gut ab da vorne. So, und der Italia ganz vorne, der hat ja einen richtigen Vorsprung schon. Der hat natürlich den Starttumult genutzt, um sich vorne abzusetzen. Da kommen wir natürlich nicht mehr ran, aber Platz 2 wäre ja nicht schlecht, wenn wir da noch an Platz 2 angreifen. Sind auf jeden Fall dran, auch wenn wir hier beim Ausfahrt ein bisschen quer stehen. Bisschen Windschatten nutzen. Dann vielleicht beim Anbremsen. BMW kann später bremsen. Das ist einfach so. Der hat einfach bessere Bremsen. Jo. Trotzdem haut es mich jetzt hier fast neben raus. So. Ja, der Italia ist auf und davon. Da bräuchten wir wahrscheinlich nochmal eine Runde, um ranzukommen. Aber wir fahren hier auf Yas Marina nur 2 Runden. Aber zweiter Platz ist auch okay. Goldmedaille nehmen wir gerne mit. Das sehen wir innen vorne auch. Also wir würden noch mal rankommen, schätze ich mal. Upsala, da habe ich ein bisschen abgekürzt. Alter, also hier ist echt krass, wie wenig Grip man da einfach hat durch diese Kurven. Und da rutsche ich auch noch mal ein bisschen raus. Ja, wow, ja, und auf den Curbs ist es ganz, ganz, ganz gefährlich hier. Dann fahren wir lieber über die Curbs gleich direkt. Ja, geil, das war's, das Rennen. Wenn ich sage, nochmal eine Runde, wäre es vielleicht nochmal spannend geworden, wäre ich vielleicht nochmal rangekommen an Italia. Gehe ich mal davon aus. Aber ist auch okay. Zweiter Platz, nochmal Goldmedaille geholt. Nehme ich gerne mit. Mit dem M3 hier. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Der fuhr sich auf jeden Fall deutlich, deutlich angenehmer wie die Corvette. War trotzdem, ja, ein hartes Stück Arbeit, das Ding zu bewegen, muss ich sagen. Also ich bin hier echt schon richtig nass geschwitzt. Ich denke mal, ja, der ein oder andere nicht so geschulte, oder ich bin ja nicht geschult, aber geübte Forza-Spieler, sag ich jetzt mal, ich denke, der hätte sich da des Öfteren mal gedreht mit dem Ding. Und das sage ich nicht einfach nur so, um jetzt irgendwie meine Leistung hier anerkennen zu sagen, sondern ja, das Fahrzeug würde ich auch ehrlich gesagt empfehlen, eher mit Traktionskontrolle zu fahren, so wie es hier aufgebaut ist, weil es ist schon sehr, 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 sehr krass zu fahren. Also, war schon sehr anstrengend, muss ich sagen. Also eins der eher anstrengenderen Klassen und Fahrzeuge dieser BMW oder auch eben die Corvette. Aber sei es drum, das war's jetzt mit der Folge. Das war jetzt die zweite Ausgabe hier mit den GT-Fahrzeugen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. In der nächsten Folge kommen wir dann zum großen Finale. Da werden wir dann von der GT2 bzw. GTLM oder GTE weggehen zur GT1, zur damaligen GT1 wird ihr nicht mehr gefahren, zu einem ganz, ganz berühmten und ganz, ganz besonderen Fahrzeug, nämlich den Aston Martin DBR9. Einer meiner Lieblings-Aston Martins immer noch. Also selbst die neuesten Modelle finde ich bei weitem nicht so geil wie eben dieser DBR9. Dieses Rennfahrzeug von Aston Martin, einfach hammer, hammer geil. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, nächste Folge, und hoffe ich doch mal, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich bin auf jeden Fall jetzt raus. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer bzw. dein Ray. Ciao, ciao.